Ein Video der Firma CNC Store. In diesem Video geht es um die Simsoft, die wir Ihnen im Detail einfach mal erklären wollen, wie man die einrichtet, weil es da offensichtlich eine Menge Fragen in unserem Support-Bereich gibt. So, wir haben in unserem Beispiel die IPS, ein MPEG-Modul, ein ENC-Modul und das IO-Modul. Wir steuern damit diverse Motoren an, einen Frequenzumrichter und erhalten von der Spindel auch eine Rückmeldung über das Encoder-Modul. So, das ist die Hardware. Wer die Simsoft installiert, erhält, ich schiebe das mal eben hier an der Seite, dieses Icon. Wenn wir das starten, kommt dieses Bild. Wer eine Fräse macht, klickt auf Neu erstellen. Wir nennen das jetzt einfach mal Testwand, weil unsere Bauteile auf einer auf einer Blechwand aufgebaut sind, also im Rollständer. So, wenn ich jetzt Enter drücke, haben wir jetzt hier unser Profil Testwand. Wer Plasma machen möchte, der macht bitte eine Kopie oder klickt auf Plasma Template, auf Kopieren, gibt dem Kind einen neuen Namen. Plasma Test, Enter. Dieses bitte nie verwenden im Plasma-Bereich, weil durch Updates wird das überschrieben und so weiter und so fort. Also wer jetzt eine Plasma-Maschine in Betrieb nehmen wollte, würde jetzt hier auf Plasma klicken. Wir haben hier jetzt eine Fräse und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Darum lösche ich das hier oben wieder. Wir gehen jetzt auf unsere Testwand. Wer nur dieses eine Profil machen will, muss, wie auch immer, macht hier ein Häkchen hin und sagt, das ist mein Default-Profil. Dann kriege ich dieses Auswahlbildschirmchen nicht mehr angezeigt, sondern mit dem Klick hier drauf starten wir sofort unser Profil. Aber wir lassen das jetzt mal an, weil das ja unsere Testwand ist. So, wir starten jetzt das erste Mal die Testwand. Als erstes wird nach der IPS oder nach dem angeschlossenen Controller gefragt. So, jetzt geht es schon los. Als allererstes, da Sie ja eine Lizenz bei uns anfordern müssen, die auf Ihre Hardware arbeitet, klicken Sie einmal bitte auf den gefundenen Controller. Klicken Sie auf Copy Device. Geben Sie unten Node ein. Starten Sie den Editor. Und drücken Sie jetzt die Strong V-Taste. Schreiben Sie unten drunter Name. Mustermann zum Beispiel. Oder jetzt in Ihrem Fall natürlich Ihren Namen. Und diese Datei schicken Sie uns über das Ticketsystem. Das enthält die Seriennummer Ihrer Hardware, die MAC-Adresse Ihrer Hardware und Ihrem Namen. Wir erstellen eine Lizenz, die schicken Ihnen wieder per E-Mail zurück. Das ist eine kleine Datei und die kopieren Sie unter Programme, SIM-CNC. Da gibt es einen Ordner License. So, jetzt hier bitte nicht von ablenken lassen. Wir haben natürlich schon einige Sachen mal ausprobiert. Das ist unsere Lizenz. Normalerweise würde hier keiner reinlegen. Sie kopieren Ihre Lizenz mit der Endung CSLIC in diesen Ordner. In den Ordner License. Und der liegt natürlich unter Programme SIM-CNC. Okay. Wenn Sie keine Verbindung hergestellt kriegen, überprüfen Sie hier unten rechts bei Netzwerkeinstellungen, ob Ihre Netzwerkadresse richtig eingetragen ist. Gehen Sie dazu aufs Ethernet, nicht identifiziertes Netzwerk. Gehen Sie hier oben auf Adapteroption ändern. Da ist er nochmal. Machen Sie einen Rechtsklick auf den Ethernet. Gehen Sie auf Eigenschaften. Wählen Sie das Netzwerkprotokoll 4. Blau machen. Eigenschaften. Die IP-Adresse ist 10.1.1.1 und die Subnet 255.255.255.0. Wenn Sie die Adresse eingetragen haben, schließen Sie alles wieder. So, jetzt ist eine Verbindung zum Internet über diese Adresse nicht mehr möglich. Also die ist jetzt ausschließlich nur noch für die IP-Steuerung. So, wir haben das ja schon gemacht, deswegen haben wir das hier gefunden. Sollten Sie das noch nicht gemacht haben und nachträglich geändert haben, brechen Sie das hier ab. Schließen Sie die SIM-CNC, warten Sie circa 10 Sekunden. Das ist die Zeit, wo der Controller ja halt
zwischen dynamischer IP und fester IP umschaltet. Also warten Sie 10 Sekunden, starten Sie es dann normal, dann müssen Sie es kriegen. Wenn Sie den Controller haben möchten, wählen Sie ihn aus und sagen Sie okay. Jetzt ist die erste Meldung, die Lizenz ist nicht eingestellt. Lizenz einstellen, Konfiguration, Lizenz wählen. Also Konfiguration, Lizenz einstellen und unser Controller ist dieser hier. Wir sagen öffnen. Die Lizenz wurde erfolgreich eingestellt. Klicken Sie auf OK. Wir machen das nicht. Wir machen jetzt. Wir könnten jetzt darauf gehen, aber wir machen einen Neustart. Sicher ist sicher. So, wir beenden das ganze Ding. Wir warten einen kleinen Moment und starten dann neu. Wählen wieder unsere Testwand oder wenn das Ihr einziges Profil war, hier unten Offset-Profile ist Default. Also das ist mein einziges Profil, dann brauche ich nicht über dieses Auswahlmenü gehen. Bei uns machen wir das nicht. Deswegen gehen wir auf Testwand, wir wählen das wieder. Okay. Der findet unseren Controller. Wenn wir nur mit diesem einen Controller arbeiten, setzen Sie hier unten das Häkchen. Dann werden Sie auch nicht mehr gefragt. Sobald er die gefunden hat, dann verschwindet dieser Bildschirm, sage ich mal, und wir starten sofort. Machen wir bei uns in diesem Fall auch nicht. Wir wählen die manuell aus und sagen, okay. Der lädt sich jetzt die Oberfläche rein und so fort. So, wir stellen unseren Kunden eigene Oberflächen zur Verfügung. Die Oberflächen werden auch hier auf C, auf Programme, SIM-CNC und dann haben wir Screens. Hier haben wir diverse Oberflächen schon reinkopiert. Die aktuellste Oberfläche fürs Fräsen ist die Fräsendeutsch 41. Dazu gehen wir auf Datei, auf Konfiguration, Bildschirm einstellen. Dann kommt hier ein Auswahlfenster mit allen installierten Versionen. Wir wollen heute die Fräsmaschine machen und klicken nur noch belasten. So. Jetzt haben wir hier oben auch unser Logo drin. Alles ist gut. So, jetzt geht's eigentlich los. Wir klicken einmal auf Einstellungen. Damit kriegen wir das Einstellfenster. Sieht erstmal ein bisschen komplex aus, aber ist eigentlich relativ easy. Wir können auch oben auf Diagnostik klicken und wir gehen auf den CSMIO-IP-Monitor. Hier sehen wir, wenn wir das Ding mal großziehen, sehen wir all das, was wir haben oder nicht haben. EA-Ports, das ist jetzt die IP. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Eingang Nummer 2 ausschalte, geht die LED aus, Eingang Nummer 1 aus. Ich drücke den Node aus, den ich auf den Eingang Nummer 0 verdrahtet habe. Und dann geht da hier die 17 auch mit aus, weil wir es ja jetzt im Moment so zugewiesen haben bei uns auf dem Testboard. Wir haben das IO-Modul, da ist im Moment noch gar nichts. Wir haben das MPEG-Modul. Wenn wir jetzt unser Handrad in die Hand nehmen, müssten wir da eigentlich so ein paar digitale Eingänge sehen. So, ich habe jetzt zum Beispiel die X-Achse angewählt mit M100 oder X100, X10, X1, X10, X100, Y-Achse, Z-Achse und so weiter. Ja, also wir hätten auch analoge Eingänge da, aber die haben wir jetzt da nicht angeklemmt. Dann haben wir das ENC-Modul. Das ist das ENC-Modul. Wenn ich jetzt bei uns an der Spindel klicke oder drehe und die einmal rumdrehe, dann hat der den gefunden, den Nullpunkt. Wir sehen jetzt an diesem blauen, an diesem violetten Balken hier unten, der steht bei 20,9 Grad. So, wenn ich den jetzt ungefähr auf Null stelle, ich mir meine Spindel markiere. Ich muss auch mal jemand das drehen, das ist doch ein bisschen. So, okay. Also, ich drehe den ungefähr auf 0. Ich markiere jetzt diese Position, die ist nämlich einmalig auf den Encoder, immer nur einmal. Und dann drehe ich hier einmal rum. So, und das sollte dann sich. Also, jetzt ist dieser Punkt ist jetzt einmal rumgewandert. So, bei mir an der reellen Spindel hat sich das aber nur um 45 Grad, um 90 Grad gedreht, also nur ein Viertel der Spindel. Das bedeutet für mich, ich habe viermal zu wenig Encoder-Signale eingetragen. Aber das machen wir gleich nochmal. Hier sehen wir nochmal die einzelnen Module mit ihrer Version und so weiter in der Übersicht. Wenn Sie hier ein Modul
nicht sehen, obwohl sie es angeschlossen haben, dann sollten sie die Verkabelung nochmal überprüfen. Aber das sollte jetzt erstmal fürs Erste genug sein. So, wir müssen als allererstes aufs Special EA den Nodos zuweisen. Wir haben ja jetzt die IP-Steuerung und wir verwenden immer den Eingang Nummer 0. Muss man nicht machen, hilft uns aber extrem weiter. Nehmen Sie den Eingang Nummer 0 von der IP-10, IPS oder IPA für den Node aus. Die 24 Volt liegen ja immer an dem Nodoskreis, es sei denn, ich drücke ihn. Dann sehen wir jetzt an der roten LED hier, da bei E-Stop. Jetzt ist er gedrückt, ist abgefallen. Jetzt mache ich ihn wieder raus, jetzt liegen sie an. So habe ich auch eine Kabelbruchüberwachung. Das heißt, 24 Volt liegt immer an, bis ich den Nodos drücke. Damit die SimSoft richtig reagiert, ein Häkchen setzen wir umgekehrt. Jetzt reagiert sie nämlich so, dass wenn ich drauf drücke, der als E-Stop ausgewertet wird. Okay. Hier kann man noch diverse andere Eingangssignale, die man sich eventuell da gesetzt hat oder nicht gesetzt hat. Aber wir machen erstmal hier weiter. Mit den Putis machen wir jetzt erstmal auch nichts. Reihenfolge der Referenzfahrten machen wir gleich. Dieses Jog ist jetzt nicht wichtig. Wir kommen jetzt zu den Achsen. Aktivieren, dass die Achse überhaupt funktioniert. Also X ist hier oben in dem Reiter angeschlossen, ist aktiviert. Y angeschlossen, aktiviert. Z auch aktiviert. A aktiviert. B nicht aktiviert. C nicht aktiviert. Weil hier haben wir das Master Motion Kit 0 für die X-Achse. 1 für Y, 2 für Z, 3 für A. B könnte man jetzt hier draufklicken, dann weisen wir das zu. 4. Und die C-Achse möchte ich nicht, weil ich, sagen wir mal, in unserem Beispiel bleiben wollte, möchte ich gerne die fünfte, die überbleibt, der Y-Achse als Slave zuweisen. Dann würde ich jetzt hier draufklicken. Dann würde jetzt hier Master 1, Slave wäre dann die 5. Also auf dem Channel 5, was eigentlich C ist, ist jetzt der Slave von der Y-Achse. Hier kann man dann noch Soft Limits, Offsets, die Richtung der Referenzfahrt positiv, negativ, ob das eine Linearachse oder eine Rotationsachse, also eine Rundachse ist, drehend oder fahren gerade. Wir machen jetzt einfach mal erstmal ganz normal, linear und positiv. So. Bei der Z-Achse genau dasselbe. Dann gibt es hier den Reiter Module. Und jetzt kommen wir nämlich zu jedem Einzelnen. Das heißt, Motion Kit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Also Motion Kit 0 ist bei uns die X-Achse. Hier können wir ins Motortuning reingehen. Hier werden die Schritte pro Einheit eingestellt. Angenommen, wir haben 1000. Die Geschwindigkeit Millimeter pro Sekunde. Ja gut, da bin ich nicht so ganz glücklich mit. Aber man hat uns das eingeräumt. Wer lieber Millimeter pro Minute, so wie ich, eingibt, würde jetzt, sagen wir mal, 2000 und dann einfach Millimeter tippen. Dann rechnet ihr das auch automatisch um in 33,33 Millimeter pro Sekunde. Die Beschleunigung und so weiter lassen wir jetzt erstmal. Dann sagen wir okay. Jetzt gibt es hier unten, das ist für unsere Servos interessant, wenn wir also einen Antrieb resetten wollen, also einen Fehler löschen. Bei unserem CNC Connect System ist das immer der Ausgang 0. Um einen Antrieb zu aktivieren, also Servo on, setzen wir immer den Ausgang 1. Jetzt kann man zu jeder Achse Endschalter plus, Endschalter minus und Referenzschalter, Indexschalter oder einen eigenen Alarmeingang setzen. So. Wenn ich jetzt auf Plus sage, wir machen mal den Eingang Nummer 3. Der ist jetzt nicht geschaltet. Wenn ich ihn drücke, was sehen wir jetzt? Tut nicht. Dann gehen wir jetzt mal auf die Diagnose. So, das ist Eingang Nummer 4. Okay, 4, 4 ist das. So, jetzt ist es so,
Minus, machen wir dann Eingang Nummer 3. So. Die Signale müssen immer folgen. Okay. Also jetzt habe ich den ausgemacht und jetzt geht er an. Also muss ich den Dreier nicht umkehren. Dann haben wir noch einen Referenzschalter, den wir hier zuweisen können. Und man sieht an der Farbe der LED schon, was das für ein sicherheitsrelevantes Signal ist. Rot ist immer irgendwas mit Alarm und Referenzschalter ist eigentlich nichts Alarmmäßiges. Deswegen wird der grün dargestellt. Wer ein Index fährt, das ist auf dem Servo, ist das eine Indexspur, der kann dann auch diesen Eingang, aber das machen wir später. Wir machen ihn erstmal hier aus, damit es keinen Stress gibt. So, also hier werden die Referenzschalter zugewiesen. Machen wir den Einser, okay. Ich drücke den Einser, okay. Man sieht hier oben auch den Einser kommen, oben links hier in meinem Eingangsding. Ja, das ist der Einer. Wenn ich den jetzt drücke, sehen wir, dass die LED da folgt. Wenn der also ständig an ist und der wird abgeschaltet bei einer Referenzfahrt, drehen wir das Signal um. Okay. Das machen wir auch für das Motion Kit 1, Motion Kit 2, Motion Kit 3, Motion Kit 4 und Motion Kit 5, falls vorhanden. Dann gibt es hier noch EA-Signale, das sind die Sonden. Einen Taster, wenn der den, also wenn wir ihn anschließen, wird auch zugewiesen. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir unseren angeschlossen haben. Ja, dazu öffne ich wieder meine Diagnose. Und ich gucke mal eben, wo mein Taster ist. Wo ist denn mein Taster hin? Ah, da oben, 15. Okay. So, Eingang 15. So, den haben wir zugewiesen. Wenn wir die Spindel zuweisen wollen, oder wir haben einen Frequenzumrichter, den möchten wir rechts rum laufen lassen, weil unsere Spindel ist Hochfrequenzspindel, die macht nicht links rum, also machen wir rechts rum. Ich gucke mal eben, den haben wir auf den Ausgang Nummer 4 gesetzt. Dann haben wir den Analogwert für den Frequenzumrichter, geben wir auf den Analogausgang Nummer 0 aus. Die Spindelgeschwindigkeit soll bei uns angezeigt werden über den Encoder-Eingang, weil unsere Spindel hatten Encoder oben drauf. Dann kann ich jetzt hier sagen, was möchte ich eigentlich machen? Wenn mein Frequenzumrichter mir einen Eingang gibt, dass meine Drehzahl erreicht ist, dann kann ich den hier eingeben. Wenn ich sage, ich möchte die Bewegungsauslösung, da kommen wir gleich nochmal zu, über das Encoder-Modul eingeben, dann würde ich auch den Encoder Nummer 0 wählen. Und ebenfalls den Eingang Nummer 0, weil da liegt ja auch der normale Encoder drauf. Wenn ich einen Alarm kriege, kann ich den ja auch zuweisen. Hier werden auch immer dann die Sachen angezeigt, die mir als Eingänge zur Verfügung stehen. Bin ich nicht auf der IP, sondern auf das IO-Modul, muss ich hier mein IO-Modul auswählen und habe dann hier wieder die entsprechenden Eingänge. Wichtig, die IO-Module sind langsamer wie das Hauptmodul. Also systemrelevante Sachen wie Notaus, Endschalter, Referenzschalter und so weiter kommen alle auf das Hauptmodul, nicht auf das ENC-Modul. Also, so viel dazu. Wenn ich Kühlmittel habe und die Kühlmittelversion Nummer 2, die nennen das Fluss und Nebel, naja, okay, dann kann ich die natürlich wunderschön auf dem IO-Modul liegen. Da könnte ich den jetzt in Ausgang Nummer 0 nehmen. Und den könnte ich auf Ausgang Nummer 1 legen. Und dann habe ich die Ein- und oder die Ausgänge noch auf meinem Hauptmodul frei. Aber wenn ich nicht mehr habe wie die paar Signale, bleibe ich einfach auf meinem Hauptmodul, also auf der IPS. Ich schaue mal eben, wo wir. Das ist der Ausgang Nummer 6. Und dann ist das der Ausgang Nummer 7. So. Hier unten unter Parameter der Spindel, maximale Drehzahl. Also wir haben 18.000. Der Spindelbereitenlevel bei 90%, das wäre nämlich hier dann einzustellen. Also wenn wir das Encoder-Modul einstellen, was das überwachen soll, dann würden wir über das Encoder-Modul die 90% hier. Alarmstufe bei 70%.
Damit müsst ihr mal ein bisschen spielen. Hier kann ich noch einstellen, was ich machen möchte, wenn ich eine Bewegung habe. Ob ich ein M3, M4 auslösen möchte, ob ich automatisch M8 oder M7, wenn ich die Bewegung stoppe, ob ich M5 oder M9 ausmache. Ich finde, das sind so Sachen, die ich persönlich überflüssig finde, weil ich immer meine, die Leute, die so eine Maschine bedienen, die sollten wissen, was sie tun. Aber okay. Wir machen jetzt erstmal, damit wir starten, mache ich jetzt erstmal da oben diese ganze Spindelüberwachung aus, sondern ich habe jetzt nur den Ausgang gesetzt. Ich habe das analoge Signal gesetzt. Ich habe für M8 und M7 habe ich die Ausgänge zugewiesen, die maximale Motordrehzahl. So. Dann gehen wir mal auf MPEG. Alle Leute, die ein Handrad anschließen wollen, brauchen auf jeden Fall das MPEG-Modul. Dieses MPEG-Modul wird auch an der IPS angeklemmt oder IPM oder IPA. Wer unser Handrad verwendet, kann einfach Standardeinstellungen hier nehmen. Werden nämlich hier unten alle Eingänge sofort eingestellt. Auflösungen wie jetzt X1, X10, X100 sind, die trägt man hier ein. Ganz wichtig nachher für unser neues CNC-Connect-System der B3-Serie, dass die Eingangssignale nicht so oder die Auflösung von dem X1-Inkrement nicht so hoch gewählt werden. Theoretisch könnte ich auch sagen, ich möchte pro Klick 1 mm fahren, dann fahre ich bei X10 10 mm pro Klick und bei X100 100 mm pro Klick. Wählt realistische Werte bei normalen Maschinen, würde ich sagen, wird dann Hundertstel gesetzt, dann haben wir ein Hundertstel, ein Zehntel Millimeter. Wer das B3-System hat, wählt aber ein Mü, ein Hundertstel und ein Zehntel. Das reicht für normale Fräsmaschinen. Aber da gehen wir nachher in einem gesonderten Video drauf ein. Hier die Einstellung des THC-Moduls lassen wir jetzt weg. Oh, ich habe bei dem MPEG noch unterschlagen. Es gibt hier unten auch Eingänge, die wir aber eigentlich nicht eintragen müssen. Auch die Auflösung, wo der läuft, weil wir hier oben die Standardeinstellung. Alle anderen müssen sich hier drüber alles zuweisen, was sie meinen, was ihr Hand gerade verwendet oder nicht verwendet. Okay. Steuerung mit Tasten. Hier kann man die Tasten zuweisen, die fürs manuelle Fahren sein soll. Wer die Hardware verwendet oder wer die Software verwendet, ohne Hardware dahinter, der muss die Simulation machen und kann hier auswählen, welchen Motion Controller er simulieren möchte. Wir brauchen nicht simulieren, wir haben die IPS daran. So, jetzt gehen wir noch mal eben einmal hier zurück. Wir haben alles eingestellt, da gehen wir nachher rein. Motion Planer brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Das ist sehr schön mit so einer Simulation, wie das jetzt hier mit dem G64-Werten und so weiter ist. Das ist ein eigenes Thema. So, Nolos haben wir. Das haben wir Reihenfolge der Referenzfahrt. In der Regel ist es immer Z, dann X, Y, wobei das aber auch Y und X sein kann. Man kann aber auch diese beiden einfach so nebeneinander schieben oder den nach hier hin schieben. Dann springt der automatisch nach da rein. Wenn ich die nebeneinander setze, fahren die beiden gleichzeitig Referenz. Welche Reihenfolge, wie gesagt, lege ich hier fest. Achsen haben wir alles, Module. Ah ja, da oben. Wir hatten gerade gesagt, wenn auf der Anzeige das einmal rumläuft, ich aber auf meinem Hauptspindel nur 90 Grad gedreht habe, dann ist praktisch die Auflösung zu gering. Ich habe ein 1024 Encoder, also Bitencoder, also Impulse. Also 1024 Impulse pro 360 Grad muss ich also haben, 4096 Impulse. Das gebe ich dem jetzt vor. Ich schließe das. Ich gehe hier auf ENC-Modul. Machen wir die Ansicht ein bisschen breiter. Drehe das hier wieder runter. Einmal muss ich rumdrehen, damit der überhaupt weiß, wo der Nullpunkt ist. So, jetzt bin ich hier unten angekommen. Und jetzt drehe ich den einmal rum. Okay.
Also ich bin wieder unten, 360 Grad, also meine Auflösung ist richtig. So, jetzt muss ich fairnesshalber dabei sagen, an unserer Simulationswand hängt eigentlich ein Motor, der nicht 18.000 hat, weil unser Frässpindelmotor von der Datron, die wir hier umbauen, ist noch nicht angeschlossen. Deswegen arbeite ich hier mit 50 Hertz. Mein Motor macht also eigentlich irgendwas um die 1400 Umdrehungen. Ich gehe nochmal in die Einstellung zurück. So, hier sage ich jetzt 1400 Umdrehungen. So, hier oben gibt es auch noch einen Reiter unter der Rubrik Spindel. Getriebe. Alle, die mit Getriebe arbeiten, tragen hier was ein. 10 Stufen stehen nur zur Verfügung. Wir haben das nicht, also lassen wir es. Ich habe hier eine Beschleunigungszeit und die ist Umdrehung pro Sekunde beim Beschleunigen und die Verzögerung pro Sekunde. Damit kann man also das so einstellen, dass ich gebe einen oder ich starte einen Code. M3 wird gewählt. Die Hochlaufzeit wird abgewartet, bis die Bewegung stattfindet. Auch beim Bremsen wird die Ablaufzeit runtergerechnet, bis es dann irgendwo weitergeht im Code. Damit kann man seinen Fräsmotor an die Simsoft anpassen. Wir lassen das jetzt mal weg, weil ich habe ja nichts daran, also sollte das funktionieren. Okay, jetzt gucken wir uns mal im Detail an, was ich mache. Hier unten links, unten rechts, sorry, ist der Verbindung. So, wenn ich jetzt also meine Spindel einmal überprüfen möchte, dann gebe ich hier oben M3S2000 ein. Das ist mehr, wie ich eingetragen habe. Und ich erwarte jetzt hier unten, dass die aktuelle Drehzahl angezeigt wird. Ich verbinde unten rechts mit diesem Button. So, ich sehe bei aktueller Drehzahl nichts. Ich gehe mal in die Diagnostik. Okay, er läuft aber, nur er zeigt mir nichts an. M5, er bremst, ich trenne, ich gehe auf Einstellung und schaue mir mal an, was wir gemacht haben. Reiter Spindel, das ist ja die Rubrik Spindel. Spindelgeschwindigkeit, ach so, das haben wir gerade deaktiviert. Eingang Nummer 0. So, wieder verbinden. M3S 2000, also mehr eingeben, wie ich eigentlich eingetragen habe, und dann starte ich. Jetzt sehen wir auch hier sehr sauber hier unten die aktuelle Drehzahl. Also mein Motor bekommt oder mein Frequenzumrichter bekommt bei S2000 9,97 Volt, also 10 Volt. So. Diese 10 Volt gehen an meinen Frequenzumrichter. Der Frequenzumrichter reagiert damit auf 49,88 Hertz und liefert mir dann 1454 Umdrehungen. Hier unten ist die Spindel auch mit einer grünen LED versehen, dass die Spindel läuft. Da kann ich jetzt draufklicken, um das wieder zu beenden. Ich starte nochmal 1450, 56, wie auch immer. Also geht nicht höher. 1456. Trenne das wieder, gehe auf Einstellungen, gehe auf den Reiter Spindel und gebe jetzt hier ein, nicht 1400, sondern 1455. Das, was ich auch reell bekomme. Verbinden. Ich mache mal hier 100%. Ich mache mal die Diagnose nochmal wieder auf. So. Und ich sage jetzt hier nochmal Spindel an. 1455, 9,9. Jetzt mache ich Folgendes. Ich möchte jetzt eine andere Drehzahl haben. S 500. Okay, wir sehen, dass der auf 3,41 Volt abgefallen ist und wir sehen, dass wir 497, 95, 94, 97, also 3, 4 Umdrehungen abweicht. Also für ein Open-Loop-System eigentlich perfekt. Dieses ist aber nur die Reaktion 10 Volt auf Frequenzumrichter bei 50 Hertz. Wenn man einen Frequenzumrichter mit höherer Herzzahl
treiben möchte. Ich hatte ja gerade gesagt, wir machen 50 Hertz. Unser Motor, der an der Testwand ist, kann nicht so hoch. Ich sage mal, maximale Ausgabefrequenz ist 80 Hertz. So, was erwarten wir? Auf jeden Fall eine höhere Drehzahl. Ich starte wieder die Spindel und einmal muss man die Spindel S1000. So, was erwarten wir? Ich starte einfach mal. Also einmal müssen wir die Drehzahl vorwählen. Nur einfach hier draufklicken geht nicht. Beim ersten Mal muss man hier oben einen Wert eingeben. Und wenn ich das einmal gemacht habe, dann funktioniert auch der Klick hier drauf. So, diese Meldung ist hinsichtlich da, ich wollte M3 starten. Das geht aber nicht, weil ich hier unten nicht verbunden bin. Also muss ich erst verbinden und kann das jetzt auslösen. So, jetzt sehen wir, wir geben 6,84 Volt aus. Wir drehen aber komischerweise hier schon 1597 Umdrehungen. Ich gehe jetzt, in meiner Einstellung sind ja nach wie vor 1400 Umdrehungen, war 1450, so, die rufe ich jetzt mal auf. Ich kriege wieder meine 9, sowieso Volt und mein Motor dreht schon 2300. Ich gebe jetzt mal S2000 ein. Auf jeden Fall mehr, wie ich kann. Ich gebe also 9,97 Volt und meine aktuelle Drehzahl ist 2300. 24, 25, irgendwie sowas. Okay. 2325. Also, ich gehe wieder meine Einstellung rein, gehe wieder auf Spindel und trage ein 2300, oder haben wir jetzt gesagt, keine Ahnung, 50. Ich sage mehr, wie ich eigentlich kann. Ich verbinde. So, 2325. Einstellung 2325. Okay, so, das heißt, wenn ich jetzt 2325 anfordere, kriege ich nicht verbunden, erhalte ich wieder meine 10 Volt. Ich fahre hier meine 2325 und wenn ich jetzt sage S1000, gebe ich jetzt nur noch 4,27 Volt aus und ich mache 997 reelle Umdrehungen, gemessen vom Encoder. Soweit zur Spindel. Also, was man wissen muss, die Einstellung der Spindel hier ist im Verhältnis zur Ausgabe des Analogwertes. Also diese Drehzahl anfordern, gibt 10 Volt. 10 Volt werden mit der maximalen Herzzahl eingetragen oder umgerechnet. Also mein Frequenzumrichter kriegt 10 Volt. Ich habe im Frequenzumrichter 80 Hertz als maximale Ausgabefrequenz gewählt, bedeutet also 80 Hertz gleich 10 Volt gleich 2325 Umdrehungen. Wenn ihr 18.000 Umdrehungen habt, dann tragt ihr da 18.000 rein, fordert ihr 18.000 an, gibt die Steuerung 10 Volt. Der Frequenzumrichter, der dann wahrscheinlich irgendwo auf 400 Hertz eingestellt sein muss, wird bei 10 Volt 400 Hertz liefern. Wenn ihr nur 9000 Umdrehungen fahren wollt, dann geben wir nur 5 Volt aus, was dann nicht mit 18.000, sondern nur mit 9000 akzeptiert wird. Soweit sollte das eigentlich klar sein. Wer linksrum fahren möchte, kann das natürlich auch machen, haben wir nicht angeklemmt momentan. Also wichtig ist, welches Relais soll klicken, damit er überhaupt rechtsrum dreht. Welcher analoge Ausgang wird gewählt? Wenn ihr ein ENC-Modul habt, welchen Eingang des ENC-Moduls habt ihr verdrahtet? Wichtig ist, die Drehzahl ist immer Eingang Nummer 0. Das andere machen wir mal in einem separaten Video. So, wenn ich jetzt nochmal eben den Ausgang 6 und Ausgang Nummer 7 überprüfen möchte, dann kann ich das entweder hierüber machen, also ich verbinde. Ich gehe hier auf den Reiter, was ich mir anzeigen lassen will. Kümmel. So, Kümmel ist geschaltet, ist auf 6. Zweimal. Das ist M7, also
Nebel oder Minimalschmiermengung und das ist Wasserkühlung. Man sieht das hier an den Ausgängen, die auch dann sehr schön darauf reagieren. Genauso wie wenn ich die Drehzahl starte, das ist 14, dann schalte ich das Relais. So, hier oben den haben wir verknüpft für eine andere Anwendung, die ist im Moment noch, na, ich sag mal, Top Secret. Die wollen wir noch nicht so weiter da außen hin tragen, weil unsere Marktbegleiter ja auch immer zugucken. Also da gehen wir jetzt so nicht drauf ein. So, was ich jetzt aber machen kann, ist, ich müsste ja bewegen können. Wir haben hier Pfeile hier. Das ist X. Das ist Y. Und das ist Z. A, B und C, falls vorhanden. So, man hört jetzt zum Beispiel im Hintergrund ein kleines, ja, das ist halt ein Schrittmotor. Und hier, da ist ein Servo, da hört man gar nichts dran. Hier ist ein Schieberegler, damit kann ich die Geschwindigkeiten beeinflussen. Also, an diesen Geräuschen hört man schon, dass die Rampe mit Sicherheit nicht gut ist. Bei dem Schrittmotor. Während der Servo damit überhaupt kein Problem hat. Ja, was gibt es sonst noch? Wenn ich jetzt den Notaus drücken würde, dann quittiert mir das die Steuerung automatisch mit Emergency Stop. Solange wie der Emergency Stop gedrückt ist, kann ich auch nicht wieder verbinden. Kriege ich immer wieder Emergency. Ich entriegel jetzt und jetzt kann ich auch wieder die Meldung wegklicken und auch wieder verbinden. Das Ganze haben wir auch in der Diagnose. Hier haben wir zum Beispiel Motion Kit 0 aktivieren. Okay, weil wir den Eingang Nummer 1 zugewiesen haben. Können wir mal eben kurz machen. So, hier haben wir den Reset auf 0 und den Eingang 1 für Servo on. Man sieht auch, dass hier der Ausgang Nummer 0 kurz angeht und die 1 anbleibt. So, da gesehen. Das liegt daran, dass wir mit unseren Delta-Servos einen Fehler löschen mit den Ausgang Nummer 0, das ist bei uns verdrahtet im CNC-Connect-System so. Und der Ausgang 1 setzt alle N-Stufen an. Wer also unterschiedliche Ausgänge oder Reset-Signale braucht, kann die jeweils der Achse hier unten eintragen. Dann noch eine Sache: rechte Handregel. Komischerweise gehen die dollsten Gerüchte rum. Was ist Plus, was ist Minus, was ist X, was ist Y? Da gibt es eigentlich keine, ja, ich sag jetzt mal, abweichende Handlung drüber. Es gibt die rechte Handregel, die hat ja mal irgendwann so ein Grieche festgelegt. Das heißt, den Daumen, also die rechte Hand von mir weg, flach hin, den Daumen nach rechts, Zeigefinger nach vorne, dann der Mittelfinger nach oben hin. Der Daumen symbolisiert X, der Mittelfinger symbolisiert Y, der Mittelfinger die Z-Achse. Und da, wo die Finger hinzeigen, ist auch eine positive Richtung. Die Richtung ist nicht, wo euer Tisch hinfährt. Die Richtung ist immer auf bezogen auf das Werkzeug. Also, wenn ich in X plus fahre und ich vor der Maschine stehe, die rechte Hand über meine Maschine so auslege und ich will X fahren, also das Werkzeug, sagen wir mal X plus, dann muss das Werkzeug von links sich rechts nach rechts rüber bewegen. Fährt das Werkzeug nach links, also in eine negative Richtung, dann kann da was nicht stimmen. Okay? Also da kann man jetzt machen, was man möchte. Da müssen wir auf jeden Fall das Signal drehen. Wenn euch irgendjemand erzählt, dass das nicht so ist, gebt ihm bitte unsere E-Mail. Und dann soll er sich bei uns melden. Also wir machen hier jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele E-Mails damit, wo X plus X minus ist. Rechte Handregel, so wie ich gerade erklärt habe, stellt euch vor die Maschine. Hier sehen wir nämlich auch die Werkzeugwege.
Hier oben rechts in der Ecke ist Y, Z und X. Und das Z sehen wir nur deshalb, weil wenn ich das jetzt ein bisschen hochdrehe, dann sieht man, dass die Z-Achse die Achse ist, die das Werkzeug ins Material bewegt. Also Z minus bewegt sich nach unten, also ins Material. X plus von links nach rechts. Und Y, wenn wir vor der Maschine stehen, fährt von mir weg, wenn ich positiv fahre. Aber immer auf das Werkzeug schauen, nicht auf den Tisch. Die Anwender von Portalfräsmaschinen, die normalen, die haben es gut. Da fährt das Werkzeug. Andere Anwender, wo die Tische fahren, haben es ein bisschen schwieriger. Aber man gewöhnt sich da recht schnell dran. Irgendetwas umdrehen und sonstige Sachen machen wir nicht. Das ist alles Murks. Das kann man oder muss man auch alles hier eintragen. Wenn ich auf Module gehe, warum man das unter Module versteckt hat, weiß ich jetzt nicht wirklich. Aber unter Module, unter dem Motion Kit, da kann ich hier sagen, die Richtung umkehren. Wenn also x plus nicht nach plus fährt, sondern nach minus, dann drehe ich das hier um. Jetzt kommen wir noch zu einer klitzekleinen Sache, die auch ein bisschen immer da verwirrend ist. Also, normalerweise fährt man immer auf Null Referenz. Bedeutet, wenn ich die Referenzfahrt anklicke, fährt die x-Achse ins Minus. Und sucht dann den Schalter. Wenn man so ein paar, naja, ich sag mal, super clevere Marktbegleiter von uns sieht, die bauen die Schalter immer an die falsche Seite. Warum? Weil sie die rechte Handregel nicht beherrschen. Wir fahren aber dann x nach minus, y nach minus und die z-Achse nach oben hin. Sollte das nicht mehr gehen, gibt es nur eine Lösung. Damit das Koordinatensystem aber richtig bleibt, müssen wir einen Offset setzen. Dieses Thema Offset setzen behandeln wir in einem eigenen Video. Okay? Die Referenzgeschwindigkeit wird hier eingetragen. Wie schnell ich also Referenz fahre. Wo stehe ich nach meiner Referenzfahrt? Und hier sage ich positiv, negativ. Also bei X ist in der Regel negativ. Y negativ und bei Z fahre ich nach oben hin, also fahre ich positiv. Ihr solltet euch das wirklich angewöhnen, das auch so zu bauen. Alles andere, gerade für den Laien, ist total verwirrend. Also die Referenzschalter von X und Y werden immer an der negativen Seite angebaut. Wo die negative Seite ist, haben wir gerade besprochen. An der Z-Achse, weil wir nach oben hinfahren, das ist die positive Richtung, wenn der Fräser vom Werkstück hochfährt. Also nach oben hin. Z plus. Wenn ihr das nicht so habt, baut das bitte um. So, dann haben wir hier noch eine Sache. Vorschübe. Wir gehen nochmal in die Diagnose rein. Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Wir haben hier so eine Testwand, wo meine Kollegen auch mal dran rumfummeln. Und da kann das immer sein, dass das nicht so richtig ist. Aber wir haben ja hier eine Diagnose. Gehe auf die EA-Signale und lass mir jetzt einfach mal anzeigen, was mein Board so bietet. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel den Eingang Nummer 0, der hier. Den möchte ich jetzt gerne für die Vorschub, also für den Vorschub haben. So. Potentiometer liegt auf IP, Eingang Nummer 0, also IP, Eingang Nummer 0. Aktivieren, das wäre jetzt ein Eingang, also man könnte einen Taster zuweisen, haben wir nicht. Dann habe ich noch einen, was haben wir denn hier? Das ist der Eingang Nummer 0. Da ist komischerweise auch ist hier der Eingang Nummer 2 gekoppelt, was nicht richtig ist, warum auch immer, weil den ignoriere ich jetzt. Ich nehme jetzt einfach mal den Eingang Nummer 1 für den Override. Und dann sieht man auch schon, wenn ich jetzt hier dran drehe, wie hier unten bei SRO, da, der nach oben und runter geht. Und das ist der Vorschub, der lässt sich jetzt auch übersteuern. Das Schöne daran ist, dass wenn man diese Potentiometer anschließt, die kein wirklich großes Geld kosten, man macht daraus eine vollständige CNC-Maschine. Und man kann gerade, wenn man unsicher ist,
den Vorschub einfach auf Null runterregeln und dann läuft die Maschine gar nicht. Wir laden jetzt ein Programm hier oben über diese, oben links in der Ecke. Wir nehmen jetzt mal ein Loch mit Platte. Das ist die Datei, die wir machen wollen. Wir haben hier den Code. Wir fahren jetzt unsere Maschine an eine beliebige Stelle. Wir sehen, wie das Kreuz fährt. So. Jetzt stehen wir an irgendeiner Stelle. Die Darstellung dieser, ja, meines Teils, Bahnvorschau und die Position meines weißen Xs, das ist der Mittelpunkt meines Fräsers, der hat nichts zu sagen. Ich drücke jetzt mal auf 0. Okay, jetzt habe ich die Achsen genullt. Ich stehe also links unten ist geplant. Ich stehe jetzt mit dem Fräser auf dem Material. Wenn ich jetzt hier unten auf diese Taste drücke, spult er das Programm noch einmal neu ein. Und jetzt sehen wir, jetzt ist er auch an die linke Seite links unten hingesprungen. Also ab da würden wir jetzt anfangen. Wenn ich jetzt Go mache, so, jetzt fährt er langsam rüber. Ich kann mit dem Pult jetzt reduzieren. Stillstand. Ich kann weitermachen. Jetzt läuft die Spindel. 797 Umdrehungen. Obwohl ich 1000 wollte, aber ich habe ja mein Poti ein bisschen runtergedreht. Ich gehe jetzt hier hin. 100%, 997 Umdrehungen. Ich wollte hier im Code 1000 haben. Jetzt fährt der mit einem Vorschub von 500 mm. Ja, da wir aber leicht 60% untersteuert haben, jetzt hebe ich den Vorschub an. Jetzt komme ich bei 100% an. Ich sehe, dass ich 500 planen oder im Code 500 geplant ist. Ich mache auch 500 und erst wenn ich den jetzt übersteuere, wird er schneller fahren. Eins dazu, man kann nur so schnell übersteuern, wie ich maximal habe oder 150% vom geplanten. Muss man halt wissen. Okay. Wenn ich jetzt die Kühlmittelpumpe noch anhaben möchte, weil sie hier im Programm nicht gesteuert wird, kann ich hier draufklicken. Ebenso den Nebel. Ich kann sie wieder ausmachen. Oder ich schreibe hier im Programm M8, M7. Wenn ich die ausmachen möchte, ist für M8 und M7 der M9 zuständig oder der M30. Der macht alle Ausgänge zu oder aus und startet das Programm wieder von vorne. Das werden wir jetzt gleich sehen, wenn er gleich fertig ist. Ja, wenn er jetzt gleich fertig ist, genau. Hier sehen wir das jetzt auch, dass wir gerade 500. Jetzt fängt mein Puti wieder an, aber das ist eine Hardware-Sache. Das liegt mehr oder weniger an unserem Testboard. Also wir sehen, dass wir einen Vorschub von 500. Ich bin bei 150, also dreimal, also fahren wir 1500. So, jetzt sind wir am Ende. Hier sehen wir auch, M30 hat das sofort nach oben gespult. Alles gut. Ja, das sollte es erstmal gewesen sein zur Einstellung und so weiter. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich wünsche euch noch schöne Ostertage. Bis zum nächsten Video. Und schaut auf unserer Internetseite vorbei unter www.cnc-steuerung.com. Die Simsoft wird noch April, Mai stark gesponsert, danach nicht mehr so viel als Tipp. Ciao, ciao.